Herzlich willkommen zum Konzert. Am Mikrofon begrüßt Sie Christine Anderson. Der heutige Konzertabend gliedert sich in zwei Teile. In der ersten Hälfte erleben Sie Kammermusik in der Besetzung für Violoncello und Klavier und in der zweiten Hälfte hören Sie Musik für Streichquartett. Die Künstler des heutigen Abends gehören alle der jungen und sehr jungen Generation an. Der Cellist Christoph Heesch und die Pianistin Daria Tudor studieren noch an der Universität der Künste Berlin. Und das Philharmonische Streichquartett ist eine der Kammermusikformationen der Berliner Philharmoniker, die noch nicht sehr lange besteht. Das Ensemble wurde im Winter 2018 von Mitgliedern des Orchesters gegründet und widmet sich seither den verschiedensten Epochen der Quartettliteratur. Auf dem Programm des heutigen Abends steht Musik von Sergei Prokofjew, Antonín Dvořák und von dem georgischen Komponisten Sulchan Tsintsadze. Mitgeschnitten wurde gestern und heute Vormittag in zwei Sälen der Universität der Künste Berlin. Und auch das Tonmeisterteam, das für den guten Klang der Aufzeichnungen verantwortlich war, besteht aus Studierenden dieses Hauses. Mit dem ersten Programmpunkt begegnen wir gleich einem späten Meisterwerk von Sergei Prokofjew. Entstanden ist seine Sonate für Violoncello und Klavier Opus 119 im Jahr 1949 und sie ist das einzige Werk Prokofjews für diese Besetzung. Die Sonate hat eine gleich zweifache Widmung. Einerseits ist sie dem Cellisten Mstislav Rostropowitsch zugeeignet, der das Werk unzählige Male gespielt hat, und andererseits ist sie Levon Tadeusowitsch Atovmian gewidmet, einem Freund von Dmitri Schostakowitsch, der aus zahlreichen seiner Filmmusiken und Ballette Orchestersuiten für den Konzertsaal zusammengestellt hat. Prokofjews Cellosonate entstand 1949 in einer schwierigen Zeit. Ein Jahr zuvor, im Februar 1948, hatte Prokofjew, genau wie Schostakowitsch, harsche Angriffe der stalinistischen Kulturbürokraten hinnehmen müssen. Der gegen die beiden in einer öffentlichen Kampagne vorgebrachte Vorwurf des Formalismus klingt heute gering, aber die dahinterstehende Unterstellung westlicher Dekadenz konnte zu Arbeits- und Aufführungsverbot oder sogar zur Deportation führen und eine Existenz zerstören. Prokofjew verfiel in eine tiefe Depression und fügte sich. Er erfüllt nun oberflächlich alle Forderungen nach Volkstümlichkeit seiner Musik und machte sich damit erst einmal unangreifbar. Jedoch zieht er bei allen folkloristischen Momenten eine zweite, quasi schattenhafte Ebene ein. Und so gibt es auch in der Cellosonate keine zuversichtliche Stimmung, die nicht harmonisch gebrochen wäre oder auf eine angestrengte Weise betont lustig klingt. Keinen ausgelassenen Tanz, der nicht hin und wieder ins Groteske und Maskenhafte, manchmal sogar Bedrohliche abrutscht. Der erste Satz, ein Andante Grave, beginnt als langsamer, tiefer Monolog des Cellos. Immer wieder kann man hören, wie idyllische Momente geschaffen werden, die sich allmählich düster eintrüben oder ins Bedrohliche umkippen. Der zweite Satz ist skurril im Charakter, fratzenhaft. Der kontrastierende Mittelteil ist mit Andante Dolce, also süß, überschrieben. Der dritte Satz ist sehr pathetisch, schwankt zwischen großer Kantilene und maschinenhaft getriebenen Rhythmen. Der Schluss dieses dritten Satzes mündet demonstrativ in ein überhelles, fast schmerzhaft blendendes reines C-Dur. Hier hat Prokofjew mit Hilfe des Cellisten Rostropowitsch den Spielern zwei unterschiedliche Varianten des Notentextes angeboten. Und unsere Musiker haben die virtuosere von beiden ausgewählt. Hören Sie hier Christoph Heesch, Violoncello, und Daria Tudor, Klavier, mit der Sonate für Violoncello und Klavier in C-Dur, Opus 119 von Sergei Prokofjew. Thank you.
Thank you.
Christoph Heesch und Daria Tudor spielten die hochvirtuose Sonate für Violoncello und Klavier in C-Dur, Opus 119 von Sergei Prokofjew. Virtuos auf ganz andere, eher traditionelle Weise sind die 5 Stücke im Volkston des georgischen Komponisten Sulchan Tsintsadze. Geboren 1925, wurde er in Tiflis und Moskau als Cellist und Komponist ausgebildet. Tsintsadze war Mitglied des georgischen Streichquartetts und wurde später Professor und zeitweise auch Leiter des Konservatoriums in Tiflis. Sein Werkverzeichnis ist lang. Es umfasst 4 Sinfonien, 2 Opern, einige Ballette, 12 Streichquartette und vieles mehr. Tsintsadze war stilistisch stark von seinem Vorbild Schostakowitsch geprägt, aber mehr noch von der Volksmusik seiner Heimat. Sein erster Erfolg waren die 3 Miniaturen für Streichquartett aus dem Jahr 1945. Und schon diese waren folkloristisch gehalten. Seine 5 Stücke im Volkston sind im Jahre 1950 entstanden. 25 Jahre war der Komponist damals alt. Sie sind dem legendären russischen Cellisten Daniel Schafran gewidmet, der für sein hochvirtuoses und risikoreiches Spiel bewundert wurde und die Stücke dann oft auch aufgeführt hat. Das Werk besteht aus 5 Sätzen, die Liedern und Tänzen aus der georgischen Heimat des Komponisten nachempfunden sind. Der erste Satz heißt Arobnaya, das bedeutet so viel wie Handkarrenlied. Der zweite Satz ist nach dem Instrument Tschonguri benannt. Das ist eine meist von Frauen gespielte, gezupfte Laute aus dem Westen Georgiens, ohne Bünde, die zur Liedbegleitung oder auch solistisch verwendet wurde. Tsintsadze hat hier das Solocello dem Charakter der Laute angenähert, indem er es ohne Bogen einsetzt. Alle Töne werden also durch Zupfen der rechten und linken Hand erzeugt. Auch der dritte Satz, Sachidao, hat einen ganz konkreten Bezug zu einer kaukasischen Tradition, zu den altgeorgischen Ringkämpfen, die schon in Quellen aus dem 9. Jahrhundert erwähnt werden. 2 Ringer werden dabei während des Kampfes auf einem Sandplatz vom Kreis der Zuschauer angefeuert. Dazu singt und spielt man eine bestimmte Musik, eben den Sachidao. Und darin ist auch das Niederwerfen des Gegners zu hören. An 4. Stelle steht dann ein Wiegenlied, vom Cello leise und mit Dämpfer gespielt. Und ganz zuletzt kommt nochmals ein schnelles Tanzlied. Hören Sie hier die 5 Stücke im Volkston des georgischen Komponisten Sulchan Tsintsadze. Es musizieren Christoph Heesch, Violoncello und Daria Tudor, Klavier. Thank you.
Thank you.
Christoph Heesch, Violoncello, und Daria Tudor, Klavier, spielten die 5 Stücke im Volkston, ein Werk des georgischen Komponisten Sulhan Tsintsadze. Wir brachten eine Aufzeichnung von heute Vormittag aus dem Kammermusiksaal der Universität der Künste Berlin in der Fasanenstraße. Auch im zweiten Teil unseres heutigen Konzertes werden wir beim volkstümlichen Ton bleiben, aber das Land wechseln. Denn dann steht das 13. Streichquartett von Antonín Dvořák auf dem Programm. Aufgeführt wird es vom Philharmonischen Streichquartett, einem Ensemble der Berliner Philharmoniker. Zuerst aber hören Sie die Konzertpause. Dafür habe ich 3 der Musikerinnen und Musiker am letzten Freitag in einer Probenpause besucht. Die Pianistin Daria Tudor, die Geigerin Helena Berg vom Philharmonischen Streichquartett und den Cellisten Christoph Heesch, der ebenfalls Quartettmitglied ist und heute in beiden Konzerthälften spielt. Und meine erste Frage an die jungen Musiker war, wie es sich so probiert in den leeren Räumen der Berliner Philharmonie, die nun schon so lange für das Publikum nicht mehr zugänglich sind. Also wir proben an diesem Programm schon ein bisschen länger, weil es verbunden ist mit einer CD-Aufnahme, die wir für die nächste Woche planen. Und ja, das ist einerseits sehr konzentriertes Üben, weil es gibt sehr wenig Ablenkung, keine Kollegen, die man aus Versehen trifft und dann ein bisschen sich verquatscht und so. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich schon ein bisschen gespenstisch, ne, wenn man so ein riesiges, leeres Gebäude reinläuft und so. Gibt uns aber auch gleichzeitig immer schöne, große Probenräume und kein großes, also es gibt keinen Streit um die großen Räume. Das hat auch den Vorteil. Wie ist denn allgemein Ihre Situation? Manche Menschen haben ja, oder auch Musiker haben ja in diesen Pandemiezeiten eher zu viel zu tun, schaffen nicht, was sie eigentlich alles vorhaben. Andere haben viel zu wenig zu tun, finden neue Hobbys, wollen ihren Beruf wechseln, auch einige. Wie ist es Ihnen ergangen in den letzten Monaten? Haben Sie Probenräume gefunden? Haben Sie Möglichkeiten zu üben, aufzutreten? Wie hat sich das entwickelt? Ja, ich glaube, bei mir wechselt sich die Situation jede Woche. Es gab ja Zeiten, an denen ich ganz viel zu tun habe. Es gab auch Zeiten Anfang der Pandemie oder auch im Sommer, an denen ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich was anderes machen. Aber ich würde sagen, ich bin ja total glücklich, weil und sehr dankbar, dass die Uni hat versucht und geschafft, einfach offen zu bleiben. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, zusammen zu proben, mit Abstand Unterricht zu bekommen, alleine zu üben. Und irgendwie jetzt, genau in dieser Zeit, habe ich ganz viel zu tun. Und deswegen bin ich ja total dankbar und glücklich. Aber die Situation ist ja schwierig und kann man nicht sagen, es ist ja nur so oder nur so. Es wechselt sich mit jedem Tag. Und ich hoffe, dass die Leute schaffen, das weiterzumachen. Und die Musik bleibt mit uns immer. Gewöhnt man sich eigentlich daran, dass kein Publikum mehr im Saal ist? Ich habe vor ein paar Tagen Digital Concert Hall geguckt und es war wirklich eigenartig, weil das Orchester sitzt, das Licht geht an, also man sieht den Auftritt und Abtritt nicht mehr. Es gibt ein anderes Licht, damit man einfach vergisst, dass der Saal leer ist. Aber wie ist das auf der Bühne? Gewöhnt man sich daran, dass man nur noch für Kameras und Mikrofone spielt? Fehlt einem das Publikum noch oder ist es eine neue Realität, die jetzt auch ganz okay ist so? Also von Gewöhnung würde ich zwar jetzt nicht sprechen, aber man findet sich damit ab. Es ist nun mal jetzt die bestmögliche Situation. Und es gilt, glaube ich, für alle Künstlerinnen und Künstler darum, das Bestmögliche daraus eben zu machen. Und ja, natürlich kann man jetzt sagen, die Atmosphäre ist ähnlich wie fürs Radio zu arbeiten oder für eine CD-Produktion zu arbeiten, aber letztendlich ist es, glaube ich, auch da, man kann schon sehen, dass immer mehr Leute nach dieser Musik aus den verschiedensten Geräten lechzen, das unbedingt zu hören. Und ich glaube, das gibt einem das Gefühl seitens der Gesellschaft, dass einfach Musik und Kultur einfach eminent wichtig ist für das Leben und Überleben, sodass man da, glaube ich, auch wirklich dranbleiben sollte und weiterhin die Musik an den Mann zu bringen, ja. Wir haben heute ein zweigeteiltes Konzert. Die erste Hälfte war eine Besetzung für Cello und Klavier. Die zweite Hälfte wird Streichquartett besetzt sein. Und nun möchte ich mal das Duo Christoph Heesch und Daria Tudor fragen, wie sie sich kennengelernt haben, weiß ich. Sie haben zusammen an der Universität der Künste studiert. Und ich erinnere mich gut an das Spontankonzert, was wir vor knapp einem Jahr in der Berliner Jesus-Christus-Kirche übertragen haben. Sind Sie seitdem als Duo mehr zusammengewachsen? Haben Sie öfter zusammen Projekte gemacht, sind zusammen aufgetreten? Oder ist das jetzt heute wieder das nächste Projekt als Duo, Cello, Klavier? Wir haben uns
sozusagen kennengelernt, um zusammen Musik zu machen. Wir haben das angefangen mit einem spontanen Debüt. Ich glaube, es ist jetzt genau 11 Monaten. Am 2. April war es, jetzt ist es am 2. März. Und seitdem haben wir uns nur gesehen und darüber gesprochen. Und jetzt sind wir zurück mit der Prokofiev-Sonate, haben wir gedacht, ja, wenn das Schostakowitsch damals war, was soll jetzt kommen? Ganz klar die Prokofiev-Sonate. Und ich freue mich sehr, mit Christoph zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe, er auch. Und hoffentlich nach diesem Moment werden wir dann mehr zusammen machen. Das andere Ensemble ist das Philharmonische Streichquartett, ein Ensemble der Berliner Philharmoniker, also gegründet aus Mitgliedern. Frau Berg, wie haben Sie sich gegründet? Sie sind doch Gründungsmitglied, richtig? Wir sind zusammengekommen schon vor 2 Jahren, würde ich fast sagen. Hat angefangen, dass Dorian, unser Primarius in diesem Konzert heute, mich angesprochen hat. Wir hatten vorher schon mal ein Duo-Konzert gespielt und einfach gemerkt, wir kommen sehr gut miteinander zurecht und wir spielen einfach sehr gerne zusammen, auch am Pult, im Orchester und so. Und privat verstehen wir uns gut. Also haben wir gedacht, wir würden doch gerne ein bisschen intensiver auch Kammermusik machen. Es war für uns beide ein großes Anliegen und auch ein Traum, irgendwie so ein festes Ensemble zu haben. Und daraufhin haben wir dann eben unsere neue Kollegin damals, Kyungmin Park, angesprochen, die sofort dabei war. Und ursprünglich hatten wir einen anderen Cellisten. Da haben sich aber jetzt dann schon vor einer guten Weile die Wege getrennt. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir den Christoph gewinnen konnten, dass er dann den Cellopart bei uns übernimmt. Und wir hoffen, dass es gut weitergeht. So. Gucken wir mal aufs Programm. Mir ist aufgefallen, dass alle 3 Werke des heutigen Abends so was unglaublich Musikantisches haben. Also was Lebendiges, was Fröhliches, was Ausgelassenes. War das vielleicht bei der Programmgestaltung auch ein bisschen ein Bedürfnis nach diesen langen, dunklen Monaten, wo doch jeder viel allein in geschlossenen Räumen verbracht hat, dass man eine Musik aufs Programm setzt, die nach außen geht, die extrovertiert ist, die fröhlich ist? Also was hat Ihre Programmwahl geleitet? Welche Überlegungen? Also ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber ich kann nur sagen, dass für mich persönlich das Dvořák-Quartett, das habe ich jetzt doch nach sehr, sehr vielen Diskussionen, was spielt man in der nächsten Saison, wie sieht es denn alles aus? Ich habe es immer mal wieder vorgeschlagen als Idee und das ist irgendwie, wenn man so möchte, auch mein innigster Herzenswunsch gewesen, damals dieses Stück zu programmieren. Und jetzt speziell für dieses Projekt haben wir jetzt uns nicht gedacht, wir haben 10 Quartette und wählen jetzt mal das, wie Sie sagen, musikantischste oder freudigste Quartett aus. Aber vielleicht ist es auch was Unterbewusstes, dass man irgendwie den Drang verspürt, diese voll energiegeladene Musik jetzt dem leider nicht vorhandenen Publikum in Präsenz, aber eben dann durchs Radio zu spielen. Vielleicht sind es da unterschwellige Bedürfnisse, die man da irgendwie hat. Aber bezüglich des Duos mit Daria kann ich eigentlich nur sagen, dass der Prokofjew, das war, glaube ich, eher mein Vorschlag und der Zinsatze kam dann eher von Daria. Und jetzt in den Proben habe ich einfach gemerkt, dass es unglaublich toll passt, dass es trotz dieser Energie einfach sehr kontrastierend ist. Und man hat mit dem Prokofjew ein Stück, was eigentlich noch im klassisch-romantischen Sinne komponiert ist und mit dem Zinsatze eigentlich Volksmusik, wie sie im Buche steht. Also das ist auf jeden Fall ein toller Kontrast für den Zuhörer. Mir ist aufgefallen, dass tatsächlich alle 3 Stücke auch so eine starke Folklore-Basis haben und auf ganz unterschiedliche Weise. Also vielleicht am direktesten wirklich bei diesem Zinsatze, diesem georgischen Komponisten, der so quasi 1:1 die Melodien und Rhythmen auf das Cello und das Klavier überträgt. Wollen Sie dazu vielleicht noch ein bisschen aus der Schule plaudern? Was ist das Besondere an diesem Werk? Ich habe mir die Satztitel angeguckt. Da gibt es doch einige Verweise auf georgische Traditionen. Ja, ich würde sagen, ich habe das Stück zum ersten Mal vor, ich glaube, 2 Jahren gehört und ich habe gedacht, ich wusste nicht, was das ist. Und ich habe gedacht, man, das klingt so rumänisch. Und dann habe ich bemerkt, die Verbindung ist ganz groß zwischen dieser Osteuropa, ex-sowjetische Musik und Volksmusik. Und also ich habe immer gedacht, ich will dieses Stück einmal spielen und ich will einfach verstehen, was der Unterschied ist zwischen rumänischer Volksmusik und georgischer Volksmusik. Ich bin noch in diesem Prozess. Also besonders das 3. Stück ist für mich, ich sehe es als ein rumänisches Tanz. Also ist das dieses Sacidao, der Ringkampf? Ja.
Ja, ja. Also mehr kann ich ja nicht sagen. Ich lerne jetzt, was das ist, und ich würde gerne mit georgischen Leuten darüber reden. Und wir versuchen jetzt mindestens Spaß damit zu haben, und wir hoffen, dass die Leute freuen sich auch. Vielleicht ein Wort zum Prokofjew, auch da Folklore, aber er musste volkstümlich sein, 1949, nach der großen Kampagne 1948. Er musste ja volkstümlich sein, er musste leicht verständlich sein, und man hat immer den Eindruck, das ist so gewollt lustig und so gewollt gebrochen, ironisch. Also es ist eine ganz andere Form, mit der Folklore umzugehen, habe ich so das Gefühl. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was mehr aus der Sicht des Cellisten erzählen? Ich glaube trotzdem, er bleibt sich immer selbst treu. Also Rostropowitsch hat ihn mal abgestempelt als großen Melodisten, anders als Schostakowitsch. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gegangen, dass das Prokofjew nur Melodien schreibt. Aber es ist insofern was dran, als dass man dann direkt merkt, auch gerade in den zwei letzten Sätzen, dass er dann eben dieses ironisch-humorvolle abrupt beendet und direkt einsteigt in ein Bad von Melodie und überschwänglich nochmal die Melodie in allen Registern durchzieht und dabei aber trotzdem immer sich treu bleibt, und es wird nicht plakativ und es hat eben nicht, wie bei Schostakowitsch zum Beispiel, dann eine politische Aussage dahinter, sondern für mich hat er einfach eine Klangsprache, die er trotz dieses Humors und dieser Ironie immer mit einer gewissen Klangschönheit und Melodieschönheit auch komponiert hat. Also er erlaubt sich trotz des Sarkasmus, der ja auch drin steckt, so kleine Idyllen oder so kleine Ausflüge ins... Ja, kleines Gut. Also gerade beim zweiten Satz merkt man, es hat was sehr Tänzerisches, Humorvolles, und das wird dann komplett beendet und dann kommt eigentlich 5 Minuten komplettes Bad von Cello-Klang und viel Vibrato, Rutscher, was man alles machen kann, wo man einfach dann mal richtig sich wohlfühlen kann. Und das ist, glaube ich, das, was zumindest dieser Satz einfach